Hallöchen Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Fallen 2.0 mit dem Delta und dem Wesley. Ja, hallo. Gelass. Hallo. So. Wir machen in dieser Folge Thermalwasser, weil wir haben zu wenig Katalysatoren. Und das ist doof. Deswegen zapfen wir hier die Risse an. Ohne Thermalwasser ist alles doof. Boah, was die für einen Unterschied haben. Guck mal hier. Die eine Quelle hat einen Ertrag von 806% und die direkt daneben hat einen Ertrag von 24.800%. Hä? Was ist das denn? Okay. Das ist sehr krass. Okay, wo sind die Pumpen? Ich hab sie gerade gebaut. Hier erstmal Müll abholen. Macht man denn nochmal Thermalwasser? Na hier. Ja, weißt du, guck mal hier, guck mal bei mir. Du hast einfach so einen riesen Schlot und stellst da so ein Pümpchen drauf. Das ist, ne. Ey, da waren früher mal andere. Ja, ja, die waren früher weiß. Viel größer. Die kennst du aber auch noch. Ja, ich weiß. Die sind auch auf dem Bild. Guck mal bei dem Bild für Thermalwasserpumpen. So sahen die früher auch aus, wie die... Nein, mach das weg. Wie, mach das weg? Mach das weg. Was soll ich denn da hinmachen? Aus? Nein. Das sind die nicht. Das sind die. Auf. Das weg. Was ist denn? Ich kann auch nichts dafür. Das sieht doch voll kacke aus. Wie es früher gab, waren viel geiler. Ich weiß. Der Marvel Extractor, der hat vergessen, hier das Bild einzufügen von der Maschine. 1,4K die Sekunde? Hä? Ja, ist in Ordnung. Nee, aber macht er gar nicht. Ja. Bonusproduktion. Macht er nicht? Nö. Nee. Der macht 500. Der produziert das gar nicht, was er anzeigt. Die Maschine zeigt an 1,4K die Sekunde. Aber wir sind. Wir machen gerade wirklich 1. Nee, warte mal, das ist 5 Sekunden, ne? Nee, der haut nicht hin. Hat er irgendwie eine Effizienz oder so? Aber es gefühlt sind die alle gleich schnell. Abbautempo, Produktivität plus 20. Willkommen zurück, Ponia. Ja. Aber du verarbeitest die Gioden alle reichlich. Hm? Wo werden Gioden denn verarbeitet? Gioden? Warum sind die so lahm? Oder warte mal, kann man da mehrere Thermalwasserpumpen auf einen Riss machen? Nö. Komplett kacke. Bin hier nur im Bahnhof. Herr Wesley, hast du einen fertigen Flüssigkeitsbahnhof? Sicher. Dann mach den mal hier, wo ich stehe, hin. Ich habe alles. Na geil. Danke. Es ist falsch rum. Hab ich auch gerade gemerkt. Ah ja, hättest du zumindest mal die Höhe annehmen können, ne? Nee, das wollte ich nicht. Das war mir zu hoch. Da war so viel Platz zwischen. Vergiss die Signale nicht. Jo. Was läuft denn hier nicht? Was ist denn hier los? Kannst du mal deinen Bahnhof upgraden, dass da mal ein Rohr dazwischen sitzt? Wäre eine coole Sache. Wo zwischen? Zwischen den Tanks. Aber kein Rohr? Nein. So viel Arbeit muss noch selber sein. Ey.
Da habe ich eine Pumpe. Pumpe. Den Wald vor lauter Bäumen nicht. Schrecklich. Also kannst du mir erzählen, was du willst, aber bei 24.800% habe ich mir mehr vorgestellt als das Geplänkel hier. Seitdem ich es gebaut habe, sind gerade mal 30.000 geflossen. Das ist zu wenig. Das ist nicht viel, das stimmt. Ich muss ehrlich sagen, ich habe keinen Bock mehr auf diese Abbaudepots mit diesen Männchen, die die ganze Zeit rumrennen. Wollen nicht wieder meine benutzen? Der kommt ja jetzt auf die Idee, weißt du? Bei Folge 69. Irgendwie sind die laut. Bitte? Ja, die sind irgendwie langsam. Muss man da hier so viele bauen? Das Zeug kommt nicht hinterher. Ja, du musst 3 Depots bauen mit je 100 Leuten. Du hast ja auch bei Krotonium eine Abbaudauer von 250%. Schon ziemlich heftig, ne? Man weiß nicht, wie viel UPS das Zeug frisst. Muss das machen, so wie... Habe ich das denn gebaut? Hier. Da, guckst du. So muss das sein. Messi, kannst du hier den Dings abholen? Was denn hier? Messi, du musst wirklich mal deinen Bahnhof upgraden. Da war noch gelbes Fließband mit gelbem Knicki dran für Kohle. Oh mein Gott. Ja. Mich eben noch auslachen. Wie was? Doch gar nicht. Das wird so. So, wie sieht es denn eigentlich so generell aus hier? Also wir produzieren Eisen so semi-viel, ne? Das ist ja eigentlich eher nichts, was wir machen. Zug hinsetzen können. Oh, Entschuldigung. Mach ich jetzt. Na, jetzt brauchst du nicht mehr. Ja, dann nicht. So, warte mal. Hier so, kannst du auch schon schicken. Produktion steht. Passt. Nur noch 10 Trilliarden Filter. Kann ich da jetzt nicht hinfahren? Okay, warum kommt hier von dem grünen Zeug so wenig? Nickel oder was ist das? Hier. Was ist hier los? Kathode. Was ist hier los? Schwefelsäure. Es fehlt Schwefelsäure. Oh Scheiße, das kenne ich. Da ist letztes Mal mit Strom ausgegangen. Das ist nicht gut. Wie? Weil du keine Schwefelsäure hattest? Ne, wo ich hier geguckt habe, warum das nicht läuft. Nach einer Schwefelsäure. Okay, das heißt, wir machen jetzt hier Schwefeldioxid, Schwefelsäure. Das heißt, ich mache einfach hier eine Leitung her. Knipp die hier einfach durch. Bis zur Vergasung. Warte, wen willst du vergasen? Niemanden. Komm ich da durch? Nö, da komm ich. Oh, da hat der hinter Thermalwasser nicht das Symbol hinzugefügt. Oh nein. Schande über mein Haupt. Und nach dem Plus macht er noch ein Leerzeichen. Ja. Oh mein Gott. Hat er nicht gemacht. Muss ich jetzt sterben? Ja, wie kannst du es wagen, ein Leerzeichen zu machen? Du Opfer. Du Opfer, genau. Was ist eigentlich dein Scheißproblem? Was dein Problem ist, habe ich dich gefragt. Ein Leerzeichen, oh mein Gott. So, Schwefelsäure. Läuft der Spaß jetzt hier oder eher nicht so? Wo sind wir denn? Sind wir hier oben? Sind wir
Oh, was sind wir denn? Hä, was ist da denn für ein Stau? Ja, das frage ich mich gerade auch. Der will da nicht reinfahren, weil... Was? Ja, was ist denn mit dem Zug? Ah, ja. Okay. Hä? Weiß warum. Bin da. Ah, schön. Wo bleibt der Malwasser? Also ich hab's angezapft, das kann losgehen. Weiß nicht, was mit Wesley's Zug los ist. Aber hier kommt halt nichts raus. Hier kommt nichts raus. Aus der Bude. Wiederhole mich. 24.800%. Ertrag. Ja, ne? Ich würde sagen, wir sollten noch so 2, 3, 4, 5 Felder anzapfen. Das reicht bei Weitem nicht, ja? Ich glaube nicht. Brauchen wir denn noch was? Ja, ich mach das. Jetzt da unten hin, da sind es 71.000, hier sind 42.000. Also Keramik oder Kohlefilter eigentlich? Kohle. Also das ist ja nicht hier, das ist ja jetzt befreit. Und gibt es ja eigentlich keine Belader mehr. Keine gelben mehr. Keine gelben Belader mehr? Ey, was für falsche Waggons. Hm? Sag nicht, du hast die Festdinger genommen, die normalen Güterwaggons. Nein. Das wäre richtig witzig. Ja, das wäre witzig, wenn ich das gemacht hätte. Und dann davor stehst und dich fragst, worum es nicht geht. Das wäre noch lustig. So. Das sollte doch jetzt eigentlich gehen hier. Wir hatten tatsächlich bis jetzt gerade keine gelbe Beladerproduktion. Warum? Ja. Und? Ja, ich wollte so sagen, also wir haben alle roten Belader, die bis jetzt im Spiel verbaut worden sind, quasi so produziert. Das ist so gut. Durch das Abbauen von anderen und so. Wundert mich. Das wundert mich tatsächlich. Okay. Einmal Wasser. Was kann man eigentlich hier aus der Erdgasquelle machen? Nix. Erdgas. Okay, nee, ist gut. Noch, das brauchst du später. Weil du viel später noch irgendwelche Edelgase brauchst. Und die kannst du zwar durch das mehrphasige Öl auch bekommen, aber das ist aufwendiger. Ah ja. So, dieses Feld hat jetzt nochmal doppelt so viele Prozente wie das da oben. Weil das hier jetzt nicht völligst eskaliert. 34.350%. Ich erwarte jetzt ein instant volles Lager. Will ja nichts sagen, ne? Aber. Glaub's noch nicht dran, ja? Leider gar nicht. So, das erste Thermalwasser kommt. Maschinen laufen an. Läuft. Kriegen wir denn den Saft her? Nimm mal. Kannst du ein Signalkabel eben vom Tank auf einen Strommast ziehen? Wer, ich? Ja. Von dem Tank hier. Der Tank? Okay, warte mal, sieht man da eh. Na egal, nee, schon gut. Das Schlimme ist, die Pumpe zeigt 2K die Sekunde an. Haut ja mal gar nicht. Nee. Es ist keine Sekunde, es ist eine Stunde. Ah ja, jetzt klar, natürlich. Jetzt bin ich schon raus. Fairblade, echt? Ah, yo. Was? Du hast recht. Was? Ist einfach irgendwas Bruch. Nee, schon gut. Können wir die hier gleich wieder schließen hier. Wesley. Mach mal eine Pumpe hinter der Pumpe. Was? Pumpe hinter der Pumpe, ja. Pumpe
So oder was? Das sieht auch nichts, oder? Natürlich nicht. Tja, Seike. Warum läuft das denn so langsam? Keine Ahnung. Aber damit kann es ja wohl hier nichts werden. Hast du wirklich... Vielleicht müssen die anderen Maschinen noch geforscht werden. Ich habe die Thermalwasserpumpen. Die Zweier kann ich noch nicht bauen, weil ich keinen Stahlbeton habe. Und... Also ich weiß nicht, aber... 34.300% sind so schnell wie 800%. Keine Ahnung. Entweder ist hier was Bruch oder ich weiß es nicht. Alter, ich habe hier 30.000 von diesen scheiß Filtern drauf und das reicht immer noch nicht. Wieso haben wir noch keinen Stahlbeton? Sollten wir. Wir haben auf jeden Fall mehr Abbautempo. Ja, das ist soweit richtig. Wesley. Ja. Kannst du mal bitte hier einen zweiten Bahnhof bauen? Noch ein Bahnhof? Ja. Also. Also. Ja, verstehe. Ja. Ein Moment. Ja, das passt aber nicht. Warum nicht? Ich wollte ihn gerade kopieren. Warte. Du wolltest den hier kopieren? Nee, den anderen wollte ich kopieren. Was machst du jetzt? Da muss ich den Bahnhof nicht neu einstellen. Ach scheiße, für den Signalkabel. Vom Bahnhof zum Tank. Also von dem einen Tank zum Bahnhof. Ja. Ich muss eh erstmal so Tanks bauen hier. Oder warte, haben wir hier Logistik? Ne, haben wir natürlich nicht, ne? Warum haben wir hier keine Logistik? Was ist das? Brauche Schienen. Brauche Stein. Brauche irgendwas. Ach ja. Wesley, willst du das nicht ein bisschen höher stellen hier bei Thermalwasser? Sonst steht er da jetzt ewig und drei Tage, bis er voll ist. Der ist nicht gerade echt kurz vorher zurückgeknickt. Sausack. Hä? Ah, das sind MK2, wie viel? Ach, 38.000, okay. Sinn. Oh. Was? Ja. Du wusstest ja nicht, dass die MK2 benutzt. Produzieren. Genug Eisen, das ist bald puffert, sehr schön. Stahl könnte mehr sein, aber ist okay. Ist Stahl nicht voll? Ich sehe nicht, warum der hier den Knicki nicht einlädt. Kriege ich nicht so ganz. Was ist der Bruch? Ich muss mal Schienen anfordern. Schienen. Welche Züge nimmst du eigentlich? Die normalen Lokomotiven oder? Ja, nehmen noch den ganz normalen Shit. Ganz normalen Shit. Haben wir denn MK2 Züge? Ja. Woher? Die sind hier gar nicht automatisiert. Die lügt. Handcrafting. Nö, ja, also sowas mache ich nicht mehr. Sobald Drohbys rumfliegen, gibt es kein Handcrafter mehr. Dafür hast du Angestellte. Ja. Ey, du bist voll abgehoben, alle sagen das. Alle sagen das. So, dann brauchen wir hier ein Signal.
hier und hier und hier. Alle sagen das. Hier ist schon wieder so ruhig, es wird wieder getryhardet. Yes. Doch, ja, ja, nee. Merke das. Wenn du ruhig wird, weißt du Bescheid. Hier ein komische Dinge. So, Thermalwasser ist auch von hier am Start. Ja, stell mal den Bahnhof noch ein, bitte. Oder war hier eine Kette? Hier? Nee. Hier. Doch. Was? Da. Hä? Was? Ja. Da. Wie da? Was ist denn dieses da? Bleib doch stehen und guck. Rechts von dir. Da muss doch kein Kettensignal hin. Natürlich. Weil? Weil der Zug sonst hier stehen bleibt. Weil das Signal oder das Signal auf Rot ist. Ja und? Ja, wenn du hier eine Kette hinmachst. Der fährt aber doch sofort hier rein. Das ist ja nicht irgendwie 20 Minuten auf Rot. Ja, wenn du mit mehreren Zügen dahin fährst. Hier kommt ja nur ein Zug. Ja, mach wieder mal eins. Aber stell den Bahnhof noch ein von Thermalwasser, dass der erst aktiviert wird bei 80.000. Da bin ich raus. Dann verbind die gerade mit die Tanks mit den Kabeln an den Bahnhof, dann mach ich das. So? Fertig. Gut, Knut. So, warte mal, hier unten können wir noch ein Radärchen bauen. Oh. Wir haben Angestellte dafür. Ja, das wird wahrscheinlich immer noch nicht reichen, oder? Soll ich noch dem Main was anzapfen? Das, was du kannst? Ja, das sind vier Felder. Die Maschinen sind ja zum Glück nicht groß. Da reichen kleine Tunnel. Kannst du ja dann auch da unten hinleiten. Da reicht ja ein Rohr. Ja, ja. Hatte ich gedacht. Das hier. Achso, das ist... Müssen wir auch dabei schreiben. Riesiger Riss hier. Dann stellst du so ein Pümpchen da drauf. Okay, Thermalpumpe. Weg. Okay. Wer baut da einen Bus lang? Was? Wegen Mainbus oder was? Ich nichts verstehen. Was du sagst. So. Spaghetti. So. Ja, hier kommen 290 raus, 513, 2,7k. Ach ja, ist ja schön viel. Ja, schade, dass nicht mal das Rohr voll wird. Das ist schon bitter. Haben wir eigentlich Kalkstein in Produktion? Jein. Jein? Dann müssen wir ja von diesen
Auswaschungsanlagen was bauen, ne? Um richtig Kalkstein, glaube ich, zu bekommen. Ja. Also Kalkstein ist die Geschichte hier unten. Aber da kannst du nichts von abnehmen. Das ist alles nur auf den Beton gepimpt. Also zu wenig, glaube ich. Ja. Nee, da braucht man diese, meine ich, diese Auswaschung. Leichtes Schlammwasser. Wir brauchen ja sowieso irgendwann Lehm, Kalkstein, Sand und dieses ganze Gedöns. Ja. Weil im Sand braucht man noch irgendwo. Da muss mal irgendwo eine fette Produktion von aufgebaut werden. Jetzt sogar Gioden auswaschen. So. Alles aus Wasser machen. Muss ich jetzt theoretisch kannst du ja jedes Produkt hier aus Wasser und Luft herstellen, oder? Ja, du kannst Schlacke so herstellen und daraus kannst du theoretisch alles machen. Ja, also nur Wasser und Luft. Ja. Also funktioniert ja auch C-Block. Ja. Okay, der fordert jetzt an, wenn Schlacke größer als 80k ist, oder was? Dann kommt ein Zug oder wie? Machen wir mal 50k. Macht ja viel mehr Sinn. So wenig Stahl hier. Der Zug kann ja eh nur 50k fassen. Hätte ich jetzt Kalkstein? Hey, Deltat. Mhm. Wo kommt denn das Thermalwater an? Hier, bei mir. So. Fährt hier schon ein Zug oder wo ist der Zug? Ist das der Zug? Warum fährt der nicht? Weil du noch nicht genug Thermalwasser in den Tanks hast. So. Ach so. Ach so. Der hier. Öl fährt auch einfach so. Also mit Thermalwasser ist. Ich gucke jetzt, dass ich vielleicht ein bisschen Handcrafting Stahlbeton an den Start kriege, dass wir da zumindest Zweierpumpen drauf kriegen. Macht ja überhaupt keinen Sinn so. Den Stahlbeton. Abchecken. Da ist Stahlbeton. Alien Tim, vielen lieben Dank für dein Follow. Hi. Ich glaube, Wesley hat der MK2 Tanks. Also im Zug. So. Beton, Stahl und Ziegel. Beton, Stahl und Ziegel. Okay, warte mal. Ich nehme Ziegelstein mit. Ich nehme Stahl mit. Ziegelstein war hier unten. Ne? Bin ich. Was habe ich nicht verstanden, FT? Jetzt wird hier produziert Beton. Hier ist flüssiger Beton. Ah, hier unten mache ich jetzt Stahlbeton. Wir waren noch wieder auf 80.000 Stellen. Nö, warum? Egal, ob der MK2 hat. Hohoho, das war knapp. Das war knapp. Da hat nur ein Schritt gefehlt. Halleluja. Wieso kriegen wir kein Krotinium hier? Ist der Zug so lahmarschig? Katastrophe. So. Stahlbetonziegel. Ja, die holen das ab, wollen die mich verarschen? Wofür braucht ihr Stahlbeton? Irgendwelche Gebäude damit automatisiert? Möglich.
Machen wir direkt noch beide und eine dritte Maschine. Warum wird eigentlich kein Stahl geliefert? Haben wir keinen Stahl im... Ne, tatsächlich. Wir sind schon beißer mit 5000 Punkten. Die eigentlich schon gesehen. Echt? Ne, unecht. Im Ernst? Deadlift. Badass. So, wir haben schon eine halbe Stunde vorhin, wenn wir jetzt Feierabend. Es gibt Stahlbeton, ey. War doch nicht so schwer, wie ich gedacht habe. Normalen Beton, alles am Start. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, haut rein und tschüss. Tschüss. Ciao.